Double Dragon ist wohl eine der bekanntesten Beat'em-Up-Serien. Der Ursprung ist in den Arcades der 80er Jahre zu finden. Seitdem gab es natürlich so einige Nachfolger und viele, viele Portierungen auf wirklich diverseste Systeme. Auch auf den Game Boy fand sich die Serie so mit einigen Teilen ein. Wurde das gut gemacht? Was taugt Double Dragon 2 für den Game Boy heute noch? Das Spiel erschien bei uns und in Nordamerika 1991 und wurde von Technos entwickelt und von Acclaim veröffentlicht. Japan bekam es ein Jahr früher. Auf der virtuellen Konsole des 3DS ist es in Japan seit 2012 erhältlich, bei uns leider jedoch nicht. Die Story ist wie immer eher unwichtig. Nach den Ereignissen im ersten Teil setzt ihr euch New York zur Ruhe. Jedoch gibt es dort draußen noch Groll gegen euch und euch wird ein Mord angehängt. Ihr macht euch natürlich auf, um euren Namen reinzuwaschen. Natürlich ist das Spiel ein Beat'em'up. Ihr steuert eure Figur aus der Seitenperspektive und verteilt Backpfeifen gegen die zahlreichen Gegner. Dazu könnt ihr euch mit dem Steuerkreuz bewegen, mit A schlagt ihr und mit B führt ihr einen Tritt aus. Klingt jetzt erstmal nicht so vielfältig, aber natürlich könnt ihr mit den Tasten auch gewisse Kombos ausführen und so könnt ihr euch ducken, einen Uppercut ausführen, Gegner werfen und einen Bodyslam auf einen auf dem Boden liegenden Gegner ausführen. Die Optionsvielfalt ist also nicht wirklich die größte, aber im Angesicht der sehr beschränkten Tastenanzahl des Gameboys durchaus in Ordnung. Das Grundprinzip des Levelaufbaus bietet jetzt keine allzu großen Überraschungen. Ihr lauft das Level entlang, kommt dann nicht weiter und Gegner tauchen auf. Habt ihr diese besiegt, geht es weiter. Bei den Kämpfen lauern maximal zwei Fieslinge auf euch und so wird es nie unübersichtlich. Apropos Fieslinge, die kommen in verschiedenen Geschmacksrichtungen halt unterschiedlich viel aus und haben teilweise auch Waffen dabei. Daher brauchen die natürlich immer eine ganz eigene Strategie, um besiegt zu werden. Was ich hier jedoch sehr schade finde, ihr könnt nicht die Waffen eurer Gegner dann aufheben und benutzen. Ich dachte, das wäre eigentlich Genre-Standard. Abgesehen davon fühlen sich die Kämpfe sehr gut an. Es gibt keine großartigen unfairen Kämpfe und wenn ihr einmal niedergeschlagen seid, seid ihr auch nicht in dieser unvorteilhaften Position gefangen wie im Nachfolgerteil. Am Ende eines jeden Levels warten natürlich Bosse, die dann noch einmal sehr, sehr hartnäckig sind. Levels sind alle sehr schön gestaltet und bieten euch diverse urbane Umgebungen wie Straßenschluchten und eine U-Bahn. Irgendwelche Interaktionsmöglichkeiten mit dem Hintergrund gibt es leider nicht. Ihr könnt euren Spielgeschmack in drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden anpassen, wobei ihr es bei dem leichteren nicht alle Level zu sehen bekommt. Das Level lässt sich sogar zu zweit über das Linkkabel spielen. Die Grafik ist richtig gut geraten. Die Entwickler haben es versucht, die Umgebung möglichst detailliert zu gestalten und nutzen hier und da sogar einige nette Grafikeffekte wie diese Abteiltrennung im Zug, welche im Vordergrund bleiben. Auch die Animationen passen definitiv für die Zeit. Auch die Musik ist passend geraten und begleitet hier und da vielleicht zu dramatisch euer Spielgeschehen, ist aber allgemein auf gehobenem Niveau. Was taugt Double Dragon 2 für den Game Boy also heute noch? Meiner Ansicht nach ist es der beste Teil der Serie auf dem System. Der dritte Teil ist schrecklich und der erste einfach nicht so wirklich gut. Dieser Teil hier fühlt sich jedoch einfach gut an und da kann ich hier nur eine Empfehlung aussprechen. Das war ein Test zu Double Dragon 2 für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.